Das freut mich, dass Sie gleich zu Beginn klatschen. Herzlich willkommen. Ja, guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einem wunderbaren Jazzfilmabend mit dem Film FFM Jazzfilm von Jochen Hasmanis und Jan-Peter Hamann. Und ich freue mich sehr, dass nicht nur unser Kino pritzelbratzel voll und ausverkauft bis auf den letzten Platz ist, sondern dass auch Jochen Hasmanis heute hier ist, der Regisseur des Films. Herzlich willkommen. Als Frankfurt die Hauptstadt des Jazz war, so beginnt der Film und davon berichten die zahlreichen Interviewpartner, die Jochen Hasmanis vor der Kamera versammelt haben. Er hat Fritz Rau, Paul Kuhn, Emil Mangelsdorf, Günter Kieser, Klaus Doldinger, Reimer von Essen, Jürgen Schwab, Wolfgang Sandner, Willi Geipel, Heinz Sauer, Gustl Meyer, Bill Ramsey, Eberhard Weber, Frank Wolf, Michael Sagmeister, Michael Wolny und es sind nur einige der Filmprotagonisten. Es ist nur eine kleine Auswahl und tatsächlich ist die Liste noch viel, viel, viel länger und sehr, sehr beeindruckend. Und ich freue mich sehr, dass die Protagonisten, die vielen, die ich jetzt gar nicht aufgezählt habe, gleich auf der Leinwand zu sehen sind. Noch mehr freue ich mich aber, dass einige davon auch heute Abend hier sind. Wissen tue ich von Gustl Meyer, der hier sitzt. Herzlich willkommen. Und Reimer von Essen, hier sitzt auch Ihnen. Herzlich willkommen. Heinz Sauer, der eigentlich auch kommen wollte, ist jetzt nicht da, soweit ich weiß. Wolfgang Sandner, der auch kommen wollte, ist, glaube ich, auch noch nicht da. Wenn ich jemanden vergessen oder übersehen haben sollte, dann tut es mir leid und dann trotzdem herzlich willkommen. Es ist vielleicht ein Zufall oder auch nicht, dass 11 Jahre nach dem Frankfurter Jazzjahr 2004 nun fast zeitgleich 2 Dokumentarfilme zur Frankfurter Jazzgeschichte entstanden sind. Das ist einmal Carlo Keeps Swinging von Elisabeth Oog, den wir im Juli hier gezeigt haben, der die bewegende Lebensgeschichte von Carlo Boländer nacherzählt und auch viele Geschichten der Frankfurter Jazzgeschichte erzählt und eben FFM Jazzfilm, den wir heute Abend zeigen und dessen Entstehung bereits im Jahr 2007 seinen Anfang nahm. In 120 Minuten lässt der Film die Geschichte des Jazz in Frankfurt lebendig werden, deren Anfänge, die bis in die 20er Jahre reichen, die Hochzeiten ab den 40er Jahren, 50er Jahren, 60er Jahren. Er erzählt von der Gründung des Jazzclubs und von vielem mehr. Man sieht sehr, sehr viele Dokumentaraufnahmen, Archivaufnahmen aus der Zeit, sehr viele O-Töne und überhaupt ein Füllhorn an Informationen und an schönen Anekdoten aus der Zeit. Die Protagonisten, die Jochen Hasmanis vor der Kamera versammelt haben, erzählen unglaublich anschaulich, aber vor allem mit sehr, sehr, sehr viel Liebe und Begeisterung von ihrer Jazzgeschichte, ihrer persönlichen Jazzgeschichte und ihrer Begeisterung, die man ihnen wirklich ansieht und die bis heute andauert. 3 Menschen möchte ich aber noch einmal ganz besonders erwähnen. Das ist zum einen Fritz Rau, der 2013 verstorben ist, den Jochen Hasmanis noch interviewt hat, zu einem sehr langen Interview und den wir gleich auf der Leinwand sehen werden. Er war der Ideengeber, glaube ich, zum Film und auch wichtiger Pate, ihm ist der Film gewidmet. Dann Günter Kieser, der mit seiner wundervollen Plakatkunst nicht nur viele Plakate für das Jazzfestival Frankfurt, für die Konzerte von Fritz Rau und Günter Horst Lippmann gestaltet hat und die in dem wunderbaren Buch 2004 erschienen von Jürgen Schwab hier zu sehen sind. Einige wenige und ich bin ganz sicher, dass viele von Ihnen einige Plakate auch zu Hause hängen haben. Und last but not least Heinz Sauer, der die Musik zum Film mit beigetragen hat oder gemacht hat. Jochen Hasmanis wird Sie auch noch kurz begrüßen und dann wünsche ich Ihnen beschwingte, unterhaltsame, interessante 120 Minuten und ich freue mich sehr, dass wir nach dem Film noch Gelegenheit haben, über den Film zu sprechen mit Jochen und Sie können sehr gerne natürlich Fragen stellen, von Ihrer Geschichte erzählen, was auch immer Ihnen einfällt. Sie sind herzlich willkommen dazu. Viel Spaß! Ja, ich bedanke mich, dass ihr alle so zahlreich hier gekommen seid und das war so eine schöne, nette Einführung von dir und ich sage einfach mal, weil der Film 2 Stunden geht, Film ab und wir sprechen uns danach. Ich begrüße noch einmal sehr, sehr herzlich Jochen Hasmanis, den Regisseur.
Danke, dass ihr so lange erstmal ausgehalten habt heute. Super. Ganz besonders möchte ich mich auch danken am Gustl Meier natürlich, der mir sehr geholfen hat hier. Mal einen Applaus hier. Auch am Heinz Sauer, der leider heute nicht dabei sein konnte, aber es holt er bestimmt wieder nach. So, noch Fragen? Wir können uns auch setzen, ja, dann gut. Ist es nicht so stehintensiv. Also ich habe es vorhin schon angekündigt, wir haben zwar schon 10:30, aber das macht nichts. Der Abend ist noch lang und wir können auch noch ganz lange reden, wenn Sie noch ganz lange zuhören können und auch selber gerne noch Fragen stellen können. Jederzeit immer gerne. Ich frage einfach mal ein paar Sachen zum Anfang und wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, dann melden Sie sich einfach. Wir haben auch noch ein Mikro, das gebe ich dann gerne rum. Und dann fangen wir einfach mal damit an, nämlich damit, wie dein Film angefangen hat. Als Frankfurt die Hauptstadt des Jazz war, so beginnt dein Film. Erzähl uns doch bitte nochmal ein bisschen ausführlicher, wie dein Projekt FFM Jazz Film überhaupt zustande kam. Ich weiß, es ist 2007 so eine Initialzündung gab mit einem Interview mit Fritz Rau. Und wie ging es dann weiter und warum hat es denn 8 Jahre gedauert, bis wir heute die Premiere des Films endlich sehen konnten? Eine lange, lange Reise, erstmal überhaupt alle zusammenzubekommen. Das war nicht ganz einfach. Es ging immer so Step by Step. Und nach dem Interview mit zum Beispiel mit dem Gustl hat dann rausgestellt, dann müssen wir doch noch den und den, dann brauchen wir noch den Paul Kuhn. Und so ist es eigentlich dann ins Rollen gekommen. Und dementsprechend hat das auch so lange gedauert. Wie es dazu eigentlich kam, mein Herz schlägt schon absolut für die Musik. Und ich war eigentlich auf der Reise mit der Musik mit meinen Eltern, mit denen ich groß geworden bin. Und das ist natürlich dann die Rock- und die Beatmusik. Somit habe ich jetzt auch gerade verraten, was eigentlich die nächste Dokumentation wird. Und als ich dann auf den Fritz Rau getroffen bin, sagte er dann eigentlich so, fang doch erstmal bei der Jazzmusik an. Und damit hat er recht gehabt und ich denke mir auch nochmal Dankeschön. Ja, die Wurzeln des Musik ist natürlich ganz klar. Das stimmt. Und du hast es gerade schon gesagt, die Initialzündung war Fritz Rau und dann hat der eine gesagt, red doch nochmal mit dem und red doch nochmal mit dem und den musst du auch unbedingt interviewen. Aber wie hast du dann trotz alledem nicht nur die Protagonisten gefunden? Ich denke, die haben sich alle wahrscheinlich selber gegenseitig empfohlen oder gegenseitig sind die so oder so klar gewesen, dass die auch noch befragt werden müssen. Du hast aber in deinem Film auch unglaublich viel noch nie, von mir zumindest noch nie gesehenes und ich denke, Ihnen geht es nicht anders, Archivmaterial vom Hessischen Rundfunk unter anderem im Film verarbeiten dürfen oder können. Wie war denn die Zusammenarbeit auch mit dem Hessischen Rundfunk, die ja schon sehr, sehr früh, man sieht es an den Aufnahmen von 1961, sind die allerersten, wirklich Jazz auch dokumentiert haben oder die Jazzgeschichte Frankfurts dokumentiert haben, war das einfach oder schwer, an die Archivmaterialien dran zu kommen und die auch in Film verarbeiten zu können? Es war nicht sehr einfach, aber ich muss sagen, beim ersten Mal habe ich einfach den Gustl mitgenommen. Denke ich mir absolut, jemand, der Bescheid wusste beim Hessischen Rundfunk und lag da auch absolut auf der grünen Welle. Und dann, das war es jetzt schon und dann ging es ganz einfach. Nein, dann gab es natürlich noch andere Hindernisse mit Rechten und beim ZDF, dann wurde es nicht einfach. Aber dann habe ich dann den Regisseur kennengelernt, der früher den 25-jährigen Jazzfilm gemacht hatte und sagte dann auf einmal, obwohl das ZDF erst gesagt hat, oh, ganz schwierig, wir wissen dann nicht mit den Rechten und so Bescheid, sagte einfach, ja, nimm das doch einfach, das finde ich gut, mach das. Und das hat die Sache natürlich mal ein bisschen ins Rollen gebracht dann. Und du hast den Film ja tatsächlich in Eigenproduktion oder Eigenregie entwickelt, gedreht, umgesetzt. Heißt, du hast auch überhaupt keine finanzielle Unterstützung gehabt, sondern du hast es erstmal so gemacht, was auch die lange Produktionszeit vermutlich, denke ich mal, erklärt. Das stimmt. Wir haben einfach nicht aufgegeben und wollten einfach diese Zeit einfach festhalten. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass wir diese ganzen Interviewpartner nochmal interviewt haben. Ich habe es am Anfang schon kurz gesagt, ich finde es ja schon auf eine Art erstaunlich, dass es jetzt
fast zeitgleich zwei Filme gibt, die sich mit der Frankfurter Jazzgeschichte beschäftigen. Ich weiß, dass dein Film jetzt eben 8 Jahre gebraucht hat, bis er fertig war, du schon sehr früh angefangen hast, du sehr viele Protagonisten interviewt hast. Trotzdem nochmal die Frage an dich, warum oder würdest du dir das irgendwie erklären können, warum jetzt nochmal so eine Aufarbeitung der Frankfurter Jazzgeschichte stattfindet oder was das Interesse auch noch ist. Man sieht es auch heute Abend, wie viele hier sind und sich den Film angucken wollten. Gibt es denn noch sowas, wo du sagen würdest, das ist das, was das offensichtlich ausmacht, die Frankfurter Jazzgeschichte? Ich denke mir, das wird der ausschlagende Punkt war auf allen Fällen natürlich die Nachkriegszeit dann, dass auch wieder eine Befreiung war. Und ich finde es auch total rührend, wie zum Beispiel der Gustl darüber berichtete, wie sie damals die Plattenabende alle dahin gepilgert sind und das dann auch irgendwie dann wirklich gelebt haben und darüber über diese Musiker, die man sich ja, in dem Sinne gab es ja nicht dieses Fernsehen, dieses Medium wie heute, sondern es wurden irgendwie Platten mitgebracht aus Amerika und die man dann irgendwie hier in der ganzen Gruppe gehört hat und wirklich zelebriert hatte. Und das ist was, was wir als Jüngere uns wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Und deswegen interessiert es auch, logischerweise. Ja. Weil, also auch das finde ich ja im Film sehr schön oder auch sehr erstaunlich, weil, wie gesagt, wir Jüngeren uns das nicht mehr richtig vorstellen können, wie man sich gemeinsam traf, Platten gehört hat und aber auch über dieses gemeinsame Plattenhören hinaus sich für die Musik und die Musikgeschichte und den Stil und wie die Musik gemacht ist, interessiert hat. Was aber, wir hatten es vorhin mal kurz davon, sicherlich auch damit zu tun hat, dass es alles Musiker waren oder angehende Musiker waren, die die Platten eben gehört haben und gerne wissen wollten, wie die Musik funktioniert, um sie dann selber spielen zu können. Und du bist jetzt nun mal selber Musiker auch und kommst aber eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, nämlich nicht vom Jazz, sondern vom Rock. Bin doch sehr rockbewegt, ja. Aber das lag wohl an dieser Zeit dann. Ich bin Baujahr 70. Warum aber trotzdem auch, du hast gesagt, dein nächster Film ist Beatmusik, das war der Anfang von dem Interview mit Fritz Rau. Warum bist du dann trotzdem auf diesen Weg über Beat zu Jazz gekommen? Was begeistert dich denn da dran? Das sind einerseits diese ganzen Rhythmen und natürlich auch die Musik, die wirklich handgemacht worden ist, wie wir ja im Film vorhin gesehen haben, dass man stundenlang irgendwie an einer Phrase einen Song spielt. Also einfach unvorstellbar. Das gibt es halt heute nicht mehr. Ich frage einfach mal im Raum, ob es vielleicht schon jemand gibt, der gerne was fragen oder gerne was sagen möchte, dann melden Sie sich einfach da hinten. Ich komme mal kurz mit dem Mikro. Okay, ich komme gleich zu dir. Einige Wochen nach dem Tod von Fritz Rau wurde ich eingeladen in ein Kronberger Kino von Silvia Lippmann und habe einen Film von dir gesehen, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem heutigen Film hat. In welchem Verhältnis stehen die beiden Filme zueinander? Es ist eigentlich der gleiche Film. Nur, dass, ich sag mal, die letzte Viertelstunde hat sich dann noch geändert. Es wurde einfach aufgearbeitet. Wir sind nochmal zum Eberhard Weber gefahren. Wir haben noch mit dem Wolfgang Dauner dazu befragt. Und das war auch ein Schlüsselpunkt dieser Produktion, weil das Kronberger Kino neu renoviert wurde und einen neuen Eigentümer hatte. Und wir lernten uns kennen und er sagte, wir brauchen irgendwas Besonderes, was Spezielles. Und sein Herz ging gleich auf, als er gehört hatte, dass wir an Jazz arbeiten. Und somit hatte ich auch ein gewisses Ziel, um zu sagen, da muss es fertig sein, was uns aber damals nicht so ganz gelungen war. Also ein Vorläufer dieses Films im Prinzip. Genau. Genau, so habe ich es auch verstanden. Vielen Dank. Perfekt. So, Gustl, jetzt komme ich zu dir. Du hast die Hand gehoben. Genau, nur zu, helf mir mal. Damit da nicht ein falscher Eindruck entsteht. Also die sich damals diese Musik angehört haben, jeden Montagabend im Hotclub, das waren keine Musiker. 80% waren hat keine Musiker, aber es gab auch welche, die dadurch Musiker wurden. Also ja, wie ich zum Beispiel, ich war damals ja auch noch keiner. Und die wirklichen, also Musiker zu dieser Zeit, die kamen eigentlich gar nicht. Also das waren die Laien alle, die
an diesen Montagabenden da waren. Und nicht umgekehrt, dass da nur Musiker hin sind. Hast du noch eine Frage? Oder möchtest du was dazu sagen zu dem Film? Das Einzige, was ich noch dazu sagen wollte, es gab ja auch dann in den 50er Jahren Jazzvorträge im Amerika-Haus. Der große Theoretiker Alfons Dauer hat da Jazzvorträge gehalten. Und das war natürlich genau dasselbe, was der Gustl gesagt hat. Da kamen Laien und ich war vielleicht einer der ganz wenigen, die das dann in Musik umgesetzt haben. Also diese Volksbewegung sozusagen, die war schon breit, noch breiter, als du es dargestellt hast. Danke dir. Das Problem ist natürlich auch, das sind zwischen 70 und 80 Jahre und da gibt es sehr, sehr viel natürlich zu erzählen. Das ist nicht irgendwie so eingekreist, wo man sagt, das sind irgendwie 20 Jahre oder so. Und ich denke mal, das war auch ein ganz großes Problem, um zu sagen, was kommt rein im Film, was kommt raus. Er war dann vorher noch viel länger, aber das Sitzfleisch lässt dann doch irgendwann nach. Und dann mussten wir es doch ein bisschen kürzen und das ist jetzt auch immer noch 2 Stunden. Es ist noch ein Riesenwerk. Ja, du hast logischerweise die wahrscheinlich 20-fache Menge an Interviews aufgenommen. Du hast mir vorhin kurz erzählt, dass die Interviews in voller Länge ans Historische Museum gegangen sind und dort im Archiv verwahrt werden. Zur Verfügung sind, damit das Material nicht untergeht. Was ich sehr, sehr schön finde und verbunden mit der Hoffnung, dass daraus vielleicht irgendwann mal noch was gemacht wird, um die in voller Länge anzugucken, weil du hast natürlich schon die Quintessenz aus vielen Interviews, denke ich mir mal, rausgezogen. Du hast sehr viele Themen, die im Film erläutert, abgehandelt, erzählt werden, aber trotzdem gibt es ja natürlich noch sehr, 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 sehr viel mehr, das nicht im Film Platz finden konnte. Gibt es da denn noch irgendwas, was du jetzt als Also ich bin jetzt schade erstmal froh, dass empfindest, was nicht mehr drin ist, auch wenn du natürlich erstmal froh bist, dass der Film fertig ist? Also ich bin erstmal froh, dass wir erstmal so weit sind mit dieser ersten DVD-Auflage, aber wer weiß, es ist noch eine gewisse Hoffnung, dass man dann auch noch eine größere DVD-Auflage machen kann mit verschiedenen Untermenüs und nochmal mehr Material natürlich noch zeigen kann. Genau, das ist ein Fall für die Specials und das Bonusmaterial. Und dann sollten wir aber keine 80 Jahre mehr warten. Ich weiß, dass uns die letzten Tage über sehr viele angerufen haben, die jetzt heute Abend nicht hier sind, entweder weil sie nicht kommen können oder weil sie keinen Platz mehr im Kino gefunden haben. Es gibt eine DVD, die du auch verkaufst, die es oben auch zu kaufen gibt und es gibt eine Fernsehausstrahlung, glaube ich, die geplant ist im Hessischen Rundfunk und es gibt daran noch... Daran arbeitet man noch, aber wir kommen auf allen Fällen verschiedene wieder Kinovorführungen. Nach Kronberg werden wir kommen, wir werden auch ins kleine Kelkheim auftauchen und wir kommen nach Wiesbaden ins Caligari. Genau, wenn nichts mehr läuft. Das sind schöne Aussichten. Ich würde es noch mal fragen wollen, ob noch jemand was fragen möchte, dann jederzeit gerne. Falls nicht, dann entlassen wir uns alle nach Hause. Und wünsche eine gute Nacht. Und wünschen eine gute Nacht. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank.